Der zweite Teil des Champions League vierten Spieltags. Wir haben auch wieder diesmal zwei deutsche Teams dabei. Die Überspitzen Gladbacher gegen Schachtja Donetsk und Bayern gegen Salzburg. Die Rematches. Und beide deutsche Teams haben ja 6 Tore am dritten Spieltag der Champions League geschossen. Gladbach 6-0 Donetsk, Bayern 6-2 Salzburg. Zack, zack, zack. Jetzt haben sie auch noch Heimrecht. Oh mein Gott, da tun mir ja schon die Ukrainer und die Österreicher leid. 3-mal gerade haben wir gegen Borussia Mönchengladbach getippt. 3-mal ging unser Tipp nicht in Erfüllung. Von daher spricht vieles dafür, dass wir dieses Spiel ruhen lassen sollten. Denn das Logischste ist ja jetzt, auf Gladbach zu gehen, die mit einem Sieg die Tür zum Achtelfinale, was ich niemals vor dieser Champions League-Saison für möglich gehalten hätte, sperrangelweit aufmachen können. Ich hoffe wirklich, dass Gladbach es schafft. So richtig glauben tue ich aber erst, wenn es nach 90 Minuten 1-0, 2-0 oder 6-0 steht. Und das Perverse ist ja, das ist ja das Spitzenspiel in der Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand. Das muss man sich mal vorstellen. Und da hat der Erste den Zweiten 6-0 besiegt. Also absolut krank, was da in der Champions League bisher so gelaufen ist. Aber du hast es gesagt, Gladbach 3-mal eigentlich overperformed as hell mit Unentschieden gegen Real und Inter und einem 6-0 gegen Schachtja Donetsk. Und wer glaubt, die lassen sich nochmal so abschießen, ja, der ist, glaube ich, ein bisschen schief gewickelt, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke nämlich, die werden sich entweder revanchieren oder es wird zumindest ein Unentschieden oder sehr knapp. Deswegen hätte eine Wette mit der Asian Handicap auf Donetsk in meinen Augen fast schon Value. Denn die sind ja nicht ohne Grund Zweiter. Die haben in Madrid gewonnen und dieses 6-0, da braucht mir keiner was erzählen. Wenn dann das zweite, dritte Tor fällt, dann ist es manchen Mannschaften halt einfach total egal. Und wenn dann an dem Tag einfach nichts läuft, dann verlierst du halt einfach 6-0. Hat man ja in der Bundesliga auch oft gesehen, wenn dann Frankfurt gegen Bayern 5-0 verliert. Die sind auch keine 5 Tore schlechter oder so. Also von daher darf man sich von diesem Ergebnis jetzt nicht allzu sehr blenden lassen. Auf der anderen Seite ist die Quote Donetsk plus irgendwas auch ein bisschen zu spekulativ. Also man könnte natürlich so plus 1,25 machen, aber das ist schon irgendwie eine ganz schiefe Nummer und von daher no bet. Wir finden dann eine Wette bei dem anderen Spiel, das von den Namen her eigentliche Spitzenspiel. Dazu gehen wir gleich, oder? Inter Mailand, bleiben wir doch in der Gruppe. Ja, sag ich ja. Inter Mailand gegen Real Madrid. Schauen wir doch mal, Radek, was da abgeht. Da geht ab. Hinspiel, Real hat gewonnen. Wir haben darauf gesetzt, im Heimspiel. Weil ich der Meinung war, Inter wird ein bisschen überbewertet. Jetzt schauen wir uns die Quoten in diesem Spiel an. Inter ist Favorit, wird wieder ein bisschen überbewertet. Und von daher, natürlich muss man die personelle Situation, bla bla bla, ich bin kein Fan von Aufstellungswetten, because am Ende des Tages ist es auch viel Statistik und das gleicht sich irgendwann wieder aus. Und in dem Fall, ja, kann ein Sergio Ramos bei Madrid vielleicht fehlen, dann wird es halt kein klarer Sieg für Real, aber man muss deswegen nach wie vor keine Angst vor Inter Mailand haben, die sind Gruppenletzter in dieser Gruppe und ich würde hier Asian Handicap plus 0,5 auf Real, x2 quasi, nehmen, weil Real auch jederzeit in der Lage ist, jede Mannschaft der Welt zu besiegen. Natürlich auch jederzeit in der Lage zu verkacken, aber das ist natürlich nicht die Regel, auch wenn sie jetzt gegen Villarreal 1-1 gespielt haben. Aber grundsätzlich halte ich die Quote für Mailand gefährlich niedrig, no value, auch wenn man vielleicht das argumentieren kann, dass bei Madrid ja der ein oder andere fehlt und dann verlieren sie dieses Spiel vielleicht knapp. Trotzdem no value. Ja, mit den Aufstellungen hin oder her, es fallen derzeit ja auch relativ viele Spieler kurzfristig aus, wegen Krankheiten etc., Corona und so weiter. Madrid, ob da jetzt, ist nicht so, dass die nach der Nummer
nach dem 11.12. Spieler komplett abfallen. Also super Wette, X2, Unentschieden oder Sieg Real Madrid. Und damit gehen wir zum nächsten Spiel zurück in die Zukunft. Nach 18.55 geht es nämlich in Piräus weiter und die haben es zu tun mit Manchester City. Da läuft es ja gar nicht gut in der Liga für Pep Guardiola. Jetzt am Wochenende das nächste Spiel verloren und schon auf den großen FC Liverpool einige Punkte Rückstand, zwar auch Spiel weniger. Tut weh, da ist man doch froh, dass man in der Champions League in dieser Gruppe nicht die allerbesten Teams als Gegner hat. Und von daher spricht viel für einen glanzlosen Sieg und keine Wette auf dieses Spiel, weil die Quoten nicht so interessant sind. Und Piräus ist schon ein Team mit viel Champions League-Historie. Die Gruppenphase schaffen sie zwar eigentlich nie, aber du hast jetzt hier schon so ein Fingerle auf minus 1,5. Kann man machen, muss man aber nicht. Unterschätzt man die nicht. Ja, aber Angst haben müssen die natürlich auch nicht vor Piräus, die hier ihr einziges Tor beim 1:0-Sieg gegen Marseille geschossen haben. Und ja, also das Hinspiel 3:0 für City. Ähnlich wird es auch hier wieder ausgehen. Also müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn City hier nicht dieses Spiel mit 2 Toren Vorsprung gewinnt. Von daher finde ich diese Quote von 1,9 gerade okay. Andererseits hat City, wie du gesagt hast, in der Liga Probleme und vielleicht täuschen diese 3 Siege in der Champions League auch ein bisschen über die wahre Qualität oder den Stand der Form hinweg von Pep Guardiola und seinem Team. Andererseits, Ajax hat ja bisher uns immer eigentlich einen ganz guten Profit beschert, jetzt auch gegen Midtjylland erneut, Fragezeichen. Oh, definitiv, denn das Hinspiel haben sie gewonnen, obwohl die Quote vor dem Spiel teilweise auf 2,0, 2,2 hochgestiegen ist, denn sie haben ohne 7-8 Spieler in Dänemark antreten müssen. Jetzt sind alle oder zumindest einige mehr wieder dabei und das spricht doch sehr viel, dass Amsterdam im Kampf um die K.O.-Phase dranbleibt und dieses Spiel mindestens mit 2-0, 3-0, 4-0 gewinnt. Ich traue den Dänen weiterhin nicht zu, dass sie im internationalen Vergleich irgendwo punkten werden. Da sind sie einfach vor allem offensiv sowas von brandungefährlich. Man kann hier auf minus 2 für eine riesen fette Quote viel riskieren oder minus 1,5 ist so meine faire Wette und fairer Quotenvorschlag. Ja, also es stimmt natürlich, dass die trotz schwachem Kader 2-1 gewonnen haben, aber ist nicht davon auszugehen, dass sie jetzt die komplett abschießen. Doch, habe ich doch gerade gesagt. Achso, okay, dann 1,82 die Quote. Und perfekt. Ajax macht das hoffentlich so wie in der Liga beim 13-0-Rekordsieg vor ein paar Wochen. Atletico gegen Lok Moskau. Ja, das war ja auch der Versager des dritten Spieltags. Atletico hat da in Moskau nur hier 1-1 gespielt und dementsprechend ja, haben sie erst 4 Punkte in dieser Bayern-Gruppe. Das Torverhältnis mit 4:7, wahrscheinlich das schlechteste Torverhältnis eines Tabellenzweiten in der Champions League. Natürlich, weil sie auch gegen Bayern allein 4 gefangen haben. Jetzt ist Luis Suarez Corona-positiv getestet worden, weil er zu viele Fledermäuse vom Baum gefuttert hat. Und jetzt ist die Frage, ob er bei diesem Spiel dabei sein wird. Und der ist ja so der jenige gewesen, der so ein bisschen die Fahne für Atletico hochgehalten hat. Aber nichtsdestotrotz haben sie den großen FC Barcelona 1:0 besiegt. In der Liga erst vor ein paar Tagen, gestern erst. Und jetzt kommt dann Lok Moskau. Also spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die jetzt total wegknallen. Das will ich damit sagen. Auf der anderen Seite werde ich mich hüten, hier gegen einen klaren Favoriten zu setzen. Und demnach hat man in dem Spiel nichts zu gewinnen auf Favoriten und sollte nicht irgendwie spekulativ auf Außenseite gehen, meiner Meinung nach. Ja, tatsächlich, kleine Korrektur, sie haben nicht das schlechteste Torverhältnis vor diesem Spieltag, hatte Donetsk das schlechteste Torverhältnis eines Tabellenzweiten.
Dafür bin ich aber auch da, wenn ich sowas weiß. Ja, man, jeder Mensch ist immer dankbar, wenn seine Autorität untergraben wird und er korrigiert wird, weil nur so kann man besser werden und was lernen. Ja, Lok Moskau, fällt mir. Gut gegen Bayern mitgehalten, fast gepunktet, in Salzburg gepunktet, gegen Madrid gepunktet. Wenn man was spielen müsste, könnte man bei dem Spiel Lok Moskau plus 2 für die Quote 1,7 machen. Machen wir aber nicht, alles zu spekulativ. Wir schauen weiter zu Bayern München gegen Salzburg. Die Bayern geben sich keine Blöße, außer beim 1:1 in der Bundesliga. Jetzt ist Champions League wieder Salzburg. Allerdings nicht das Salzburg der letzten beiden Jahre. Sie konnten Haaland natürlich nicht ersetzen, ganz klar. Und insgesamt fehlt mal wieder, glaube ich, die Klasse in der Liga, um bei solchen Spielen dann, wenn man keinen Lauf hat, wirklich mithalten zu können. Ich würde hier schon denken, dass wir viele Tore sehen, 4 mindestens. Und ob es dann 3-1, 3-2, 4-0 ausgeht, relativ egal. Aber Bayern wird jetzt nicht 2 Spiele in Folge so spielen. Dachte schon eigentlich im Hinspiel, dass Salzburg Bayern gefährlicher wird. Irgendwie ist es so ein Zufallsgenerator. Bayern wird gegen irgendeine Kackmannschaft auch mal Kacke spielen und Punkte lassen. Jetzt war es halt Bremen, deswegen 2-mal in Folge gegen Kackmannschaften Punkte lassen. Jetzt, oh, die Österreicher, ich merke schon, wie der Blutdruck steigt. Oh, unsere Salzburger, wir werden es eigentlich zorgen. Und der Dominik Szoboszlai, der beste ungarische Stürmer aller Zeiten, sind's Ferenc Puskás. Aber gut, dann sollen sie es beweisen. Zum Wetten, ja, habe ich, wie gesagt, fast schon echt Respekt vor Salzburg. Obwohl sie 6 Tore gefangen haben, haben sie ja 2 geschossen gegen Bayern. Und vielleicht ja, machen sie es dieses Mal noch besser. Auch aufgrund der ja, offensichtlichen, nicht gerade so blendenden Verfassung der Bayern. Die haben ja viel geschont jetzt gegen Bremen. Wenn da jetzt vielleicht die Länderspielversager wieder kommen, vielleicht wird es dann anders. Aber grundsätzlich hat so eine Wette auf Salzburg fast schon mehr Value als ein Bayern-Sieg. Aber so würde ich auch nicht drauf gehen, auf ein österreichisches Team zu setzen. Na, also so deshalb, weit kommt's. Deshalb Dario auf Tore setzen. Ja, aber selbst da weißt ja die Buchmacher, die denken ja auch hier, oh, Bayern 6-2 Hinspiel, über 5,5 Tore gibt eine Quote von 2, das schaue ich mir doch gar nicht an. Aber so, was ich mir anschaue, ist natürlich Jürgen Klopp, der mit seinem Team gegen Atalanta spielt. Hinspiel ist nämlich auch sowas, da werde ich emotional, weil die Leute oft Atalanta Bergamo ein bisschen über den grünen Klee loben und das Hinspiel hat dann eben genau gezeigt, was Sache ist. Da spielt halt dann eine richtige Fußballmannschaft wie Liverpool und dann gewinnen die 5-0. Umso erschreckender jetzt die Quote von Liverpool bei 1,7. Klar fehlt Salah, aber im Endeffekt, ja, Liverpool zu Hause, nachdem sie im Hinspiel den schon übel eingeschenkt haben, können sie es nochmal machen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird es knapp, egal. Gewinnen werden sie es wahrscheinlich trotzdem. 1,7. Finde ich extrem gut, wie schon im Hinspiel die Siegquote auf Liverpool auch schon gut war und die wurde eingetütet. Ich sage jetzt auch mal das ganz schmerzfrei, ich finde die italienische Liga tatsächlich nicht gut. Ja. Also ja, warum soll dann Bergamo gut sein? Ja, die haben halt gegen ein paar schwache Teams ein paar Tore geschossen, die waren letztes Jahr in den Playoffs, haben sie einen guten Team-Spirit gehabt, haben eine gute Offensive in einer relativ schwachen Liga und ja, das sind die Fakten. Ich habe de facto noch wenig gute Spiele von denen gesehen und denke auch gegen Liverpool wird es schwer. Wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, dann mir egal. Und dann kommt das nächste Champions League Wochenende und dann. Ich wollte gerade sagen, wir können ja das rausschneiden oder löschen. Und im Nachhinein. So ist es ja im Fußball. Es interessiert ja eine Woche später schon nicht mehr, was davor war. Ist beim Trainer, bei diversen Trainerwechseln nicht anders. Warum soll es dann bei uns so sein? Mhm. Was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe? Ja, nee, bei Marseille aber gegen trotzdem Porto haben wir ein Novum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach 3 Spielen ein Team mit so einem guten Namen aus der Historie heraus noch 0 Tore geschossen hat. Ja. Das ist
Aber warum spielt dann nicht Dynamo Dresden in der Champions League, die ja sau oft auch DDR-Meister geworden sind, oder der FC Berlin? Also Tradition, das ist kein Argument. Weil die haben sich nicht für die Champions League qualifiziert. Dazu musst du in der ersten Liga sein oder in der, oh mein Gott, wie heißt es? Ja, und wie oft ist Zenit St. Petersburg russischer Meister geworden? Ja, die haben auch schon Tore geschossen. Ja. Aber Marseille, also dieses Traditionsargument ist halt schlecht, finde ich. Deswegen nächstes Argument, bitte. Aber du weißt nicht, auf was ich hinaus wollte. Ja. Ich wollte darauf hinaus, dass ich echt enttäuscht von Marseille bin. Ja, zu Recht. Aber ist ja egal. Was hast du denn erwartet, nur weil sie vor 30 Jahren mal die Champions League gewonnen haben? Ja, ich habe gedacht, da geht irgendwas, wenn sie jetzt schon mal wieder dabei sind auf der europäischen Bühne. Und jetzt geht es gegen Porto. Für die ist es eine ganz, ganz wichtige Nummer. Wenn sie in diesem Spiel punkten oder noch besser gewinnen, dann können sie auch schon mit der K.O.-Phase planen. Ich glaube nicht, dass da noch was anbrennen würde. Bei Marseille glaube ich, dass sie zumindest im Rückspiel gegen Piräus dann ihren Punkt holen. Hier geht es so ein bisschen um die Ehre. Wir müssen es gar nicht jetzt groß ausbreiten. Wir beide haben null Peil von Marseille und man kann vielleicht Asian Handicap 0 auf Porto machen. Man kann die Finger weglassen vom Spiel. Das ist der Abschluss dieses Videos, oder? Ja, ich würde nochmal zusammenfassen, was ich als gute Wette finde, ist Liverpool Sieg gegen Bergamo, 1,7er Quote. Und wir haben uns auf Ajax mit einer 1,8er Quote mit minus 1,5er Handicap gegen Midtjylland geeinigt und ansonsten uns zurückgehalten. Außer bei Inter Mailand gegen Real Madrid. Das ist fast eine unserer liebsten Wetten, oder? X2, Madrid verliert nicht. Ja, das wird zu beweisen sein. Also postet eure Tipps auch in die Kommentare. Und sorry Österreicher, wir sind ja im Prinzip Landsmänner. Bayern, Österreich ist ja eine Nation, also nicht übel nehmen. Und ist doch nur Spaß. Am Ende freue ich mich sogar, wenn ihr gegen Bayern gewinnt. Aber das müsst ihr jetzt erstmal beweisen. Also geht's aus und spielt's Fußball. Die wird nervig.